Hallo und herzlich willkommen beim Tasting Nerd. Ich habe heute einen Gin für euch dabei und ich muss zuallererst einmal gestehen, also das ist ein Discounter-Gin, das ist ja auch nichts Schlechtes. Der steht hier aber auch nur, weil ich mir die Versandkosten sparen wollte und deshalb diesen Gin noch mit in den Warenkorb gepackt habe. Also dieser Gin ist vom Lidl, es gibt natürlich noch andere Discounter, Aldi, Netto, Norma, nur um ein paar zu nennen. Die sind natürlich auch alle gut und nur weil er aus einem Discounter kommt und relativ preisgünstig ist, muss der ja nicht auch schlecht sein. Auf jeden Fall hat er schon mal 43 Volumenprozente, das ist echt schön und ist mit Kirschblüten destilliert. Also es ist anscheinend auch kein Bathtub-Gin, in dem man eigentlich die Botanicals nur in den Alkohol einlegt, wartet, bis der Alkohol den Geschmack annimmt und dann auf Flaschen füllt. Dieser wurde, so wie es draufsteht, mit den Kirschblüten destilliert. Das ist doch ein wenig hochwertiger. Gut, aus dem Schwarzwald stammend, hinten drauf stehen auch keine besonderen Tasting Notes. Das ist bei Gin auch eigentlich gar nicht so üblich. Inspiriert vom Land der aufgehenden Sonne. Und sein Antlitz ist rein und klar. Also Wortwahl ist schon super. Wir wollen mal sehen, ob der Gin das auch halten kann. Fester Korken, schon prima. Ich bin so gespannt. Na, schnell mal wieder drauf. So schnell geht das gar nicht. Würzig. Ah, ich habe da so ein... Also Wacholder ist auf jeden Fall da. Also es hat wirklich was Fernöstliches. Es hat, ich weiß nicht, ob es Ingwer ist. Die Süße von Kirschblüten ist auf jeden Fall auch mit drin. Es ist ein interessanter Geruch. Ein wenig denke ich gerade an Piment. Also riechen tut er wirklich interessant, sehr würzig. Also geschmacklich, wenn der dem nachfolgen kann, wird er schon toll sein. Es hat wirklich so ein wenig was von Schwarzwald. Also ich habe gerade die Assoziation mit ein wenig Harz und Rinde und Tannennadeln, aber das spukt auch nur in meinem Kopf. Das ist nicht wirklich im Glas. Wollen wir mal sehen, wie er schmeckt. Ah, also die Würze, die man in der Nase hatte, hat man gar nicht auf der Zunge. Da ist er eigentlich eher wirklich kirschblütig süß. Nicht zuckersüß, aber so eine leichte Alkoholsüße. Jetzt habe ich quasi in der Nase auch nur noch die Gewürze, weil natürlich, Moment, ein wenig Zimt ist jetzt mit dabei. Sehr angenehm, also das ist ja ein Schnäppchen. Also wer hätte das gedacht? Den kann man auch gut pur trinken. Das kenne ich sonst eigentlich von eher hochwertigen Gins. Und ja, wir wollen aber trotzdem mal schauen, wie er sich denn so mit Tonic Water schlägt. Ich habe wieder zwei kalte Tonic Water hier bei mir. Da habe ich einmal das Schweppes Indian Tonic. Der Klassiker quasi. Den findet man ja so gut wie überall. Und wer sich rantasten möchte, der fährt damit ja auf jeden Fall gut. Und dann habe ich noch einmal Thomas Henry mit dabei.
um zu schauen, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt. So, zuerst mal mit dem Schweppes. Würze bleibt, mehr Süße durch das Tonic. Sehr lecker. Vielleicht ist das Schweppes Tonic da nicht das ganz passende. Die leichte Bitternote vom Tonic ist natürlich da. Also er hat auf jeden Fall mehr Aroma in der Nase als Geschmack auf der Zunge. Vielleicht habe ich den auch zu gering dosiert. Bei Thomas Henry riecht er ein wenig klarer. Ja, da würde ich eindeutig zu Thomas Henry tendieren. Das ist unaufgeregter, sag ich mal. Die Bitternote ist nicht dabei. Ein wenig süßer. Die Kirschblüte unterstreicht das Ganze. Es ist der Überraschungswhisky. Ja, Whisky schon wieder. Der Überraschungsgin. Also er gefällt mir richtig gut. Und ja, absolute Kaufempfehlung. Da macht man, glaube ich, nicht viel falsch. Ist sehr interessant. Probiert es mal aus. So, mir bleibt nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Liked mich, abonniert mich oder disliked mich auch. Schreibt gerne einen Kommentar. Und ihr findet mich auch auf Instagram, natürlich unterm Tasting Nerd. Und ja, ansonsten hoffe ich, sehen wir uns wieder beim nächsten Video vom Tasting Nerd.